Ist das ein See? Mitten im Berg? Die Zuflucht musste während der Verderbnis Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten aufnehmen. Ohne frisches Wasser ist das unmöglich. Aber es ist ein See. Ach, das? Ich habe keine Ahnung. Seltsam. Ich könnte schwören, dass da... Vertraut mir. Talis! Nicht nur der Zirkel weiß, wie man einen Magier bricht. Ihr kämpft für Prosper, nachdem er euch hier zurückgelassen hat? Ich kämpfe nicht für ihn. Der Herzog ist ein Narr. Seine Feinde sind ein eingebildeter, argloser Haufen. Aber ihr seid eine würdige Herausforderung. Prosper soll seine eigenen Schlachten schlagen. Und ich werde die meinen selbst wählen. Gewesen. Ihr dachtet doch nicht, ich würde weggehen, oder? Ich dachte, ihr wärt fort. Ach, Unsinn. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Ich sagte, ich würde euch hier bringen und ich habe es auch so gemeint. Gehen wir weiter. Der Ausgang kann nicht mehr weit sein. Erledigt. Ich dachte eigentlich immer, ihr würdet diejenige sein, die mich aus irgendeinem Kerker befreit. Ich hatte schon alles geplant. Ich wäre in der Galgenburg, umzingelt von Templern, die schon das Brandmal für das Ritual der Besänftigung bereithalten. Und dann kommt ihr hereingestürmt und sprengt meine Ketten. Anschließend ging es nur noch darum, wie ich euch am besten meine Dankbarkeit zeigen kann. Dann sollte ich vielleicht langsam anfangen, mir zu überlegen, wie ich euch danken könnte. Ich möchte mich ja nicht ein... So, was haben wir denn hier? Ha, ich glaube, wir sind fast draußen. Und da ist der Weg nach draußen. Seht ihr? Ich sagte doch, ich habe einen Plan. Es war ein guter Plan, mit Fluchtweg und allem, was dazugehört. Ich glaube, ihr habt recht, Talis. Ihr könntet also gehen. Allerdings gibt es noch andere Möglichkeiten. Ihr prescht ganz schön voran, Talis. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Aber schon sehr viel gemeinsam durchgemacht. Wyvernjagden, Verrat... Tollkühne Gefängnisausbrüche. Ach, ihr habt recht. Ich fühle mich euch bereits sehr verbunden. Es stimmt wirklich, was man sich über euch erzählt. Erstaunlich, nicht wahr? Ihr wart seit unserer Gefangennahme so vernünftig. Ich hoffe darauf, dass sich das nicht geändert hat. Was Salid vorhat, wird vielen Unschuldigen schaden. Meinen Leuten ebenso wie den euren. Es ist meine Pflicht, ihn aufzuhalten. Aber alleine schaffe ich es nicht. Nicht mehr. Was genau schwebt euch vor?
Wir könnten zurückgehen und ein Tässchen Tee mit dem Herzog trinken, um einander besser kennenzulernen. Und sobald er anfängt, uns zu vertrauen, stülpt ihr ihm einen Sack über den Kopf und wir schleifen ihn nach Antiva. Ich hoffe, ihr meint das nicht ernst. Oder wir finden heraus, wann Salid eintrifft und halten ihn auf, bevor es zu spät ist. Ich verstehe euch. Was nun? Das liegt an euch. Ich kann euch nicht zur Hilfe zwingen, selbst wenn ich das wollte. Ich habe den Eindruck, ihr seid eine außergewöhnliche Person, Hawk. Das wäre eure Chance, es zu beweisen. Danke, Hawk. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben, Liebste. Ich wusste seit unserer ersten Begegnung, dass ihr eine wertlose Verräterin seid. Baron Arlange, wollt ihr das wirklich erneut tun? Dreckige Bäuerin, ihr habt mich gedemütigt. Waren die eigentlich während der Jagd?